Ja, willkommen zum heutigen Webinar. Ich bin Armin Anders, Mitgründer von Enocean und verantwortlich für die Geschäftsentwicklung. Wir müssen Energie einsparen. In Büros gibt es dafür prinzipiell nur vier Möglichkeiten. Erstens energetische Gebäudesanierung, was viel zu teuer ist, oder genutzte Flächen verkleinern, Stichwort Desksharing, oder mittlere Raumtemperatur senken, Stichwort 19 Grad. Oder Stromverbrauch reduzieren, zum Beispiel durch Standby-Abschaltung. Gerade in der Kombination aus Desk-Sharing und Smart Heating sind extreme Potenziale hier möglich. Und ich freue mich jetzt unheimlich auf Marc Gille, CEO von TechIt, der Ihnen eine entsprechende Lösung vorstellen wird. Mike, möchtest du dich jetzt auch kurz vorstellen? Ja, danke Armin. Marc Gille, Gründer und CEO von Singit. Der Armin hat das sehr nett formuliert. Wir stellen das natürlich zusammen vor. Und aus meiner Sicht, das darf ich schon mal versprechen, mit einem der spannendsten Use Cases, den ich im Digitalisierungsbereich in letzter Zeit gesehen habe. Also viel Vergnügen. Was wir uns ansehen wollen, Entschuldigung, ist die Frage: Wie können wir auf die aktuelle Krise schnell reagieren und das unter Ausnutzung der Mittel der Digitalisierung? Und da ist die Kernfrage: Mit welchen Maßnahmen lassen sich kurzfristig skalierbar, das heißt gegebenenfalls über den Bestand, über mehrere Unternehmensstandorte und so weiter, mit überschaubarem Aufwand, das heißt also zeitlich überhaupt möglich, vom Rollout her Einsparungen erzielen? Und mindestens ebenso interessant, wenn ich sowas tue und damit Geld in die Hand nehme, investiere, ist das nicht vielleicht eine Investition, die sich in vielerlei Hinsicht rechnet, also nicht nur für den Winter 2022, 2023 und die Energie- und Gaskrise, sondern vielleicht viele Ziele, die Unternehmen oder Bestandshalter sich vorgenommen haben. Aber bevor wir da einsteigen, Armin, Enocean Allianz. Ja, danke, Mike. Ja, Partnerschaften und Standardisierung wird benötigt, um die Komplexität von IoT-Systemen zu bewältigen. Die Enocean Alliance ist ein Verbund von über 400 Firmen weltweit, die die gesamte IoT-Wertschöpfungskette abbilden. Kein Standard bildet eine größere Vielfalt von Produkten, die auch bereits in mehr als 1 Million Gebäuden installiert sind. Nachhaltigkeit steht hier klar im Vordergrund, Standardisierung, offene Schnittstellen, Umweltfreundlichkeit, aber auch gesellschaftlicher und finanzieller Nutzen. Mike? Dagegen, das ist die Hardware-Seite der Dinge und vor allem die Hardware-Seite bezüglich der Nachrüstung. Wenn Sie Hardware in eine Digitalisierungslösung überführen, brauchen Sie mindestens zwei weitere Ingredienzien. Zum einen sind das die Dienstleister, die das Ganze tun, die Hardware verbauen, die Hardware konnektieren, existierende wie eben die Nachrüstung mit den Ocean. Und Sie brauchen den Betrieb der entstehenden Lösung und das alles gegen eine Softwareplattform, auf der die Lösung konzipiert, konfiguriert und dann schließlich auch betrieben wird. Über die Bausteine und Schichten dieser Digitalisierungsplattform, wie wir sie liefern, Cloud-Digitalisierungsplattform, erzähle ich hinterher noch mehr. Wichtig ist zu verstehen: Zum einen brauche ich die Konnektivität auf alles und jedes Technik im Gebäude und um das Gebäude herum. Ich brauche natürlich die Verbindung zum Nutzer über App, über Portal, Dashboards und dergleichen mehr, gegebenenfalls Digital Signage. Und dann passiert eine ganz, ganz große Menge in der Mitte. Und das, was dort softwareseitig passiert, das hat wirklich den Level einer Unternehmenssoftware, also sozusagen dem Gebäudedigitalisierungsäquivalent einer SAP. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es ist also keinesfalls so, dass das reicht, dass man mal irgendwie IoT-Sensoren konnektiert hat und dann irgendwie eine Buchungs-App dagegen laufen lässt. Jetzt, was kann in unserer aktuellen Fragestellung die Digitalisierung leisten? Ich hatte ja versprochen, es wird der zumindest aus meiner Sicht spannendste Digitali und umfassendste auch Digitalisierungs-Use Case, den ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Und ich bin schon ein bisschen vom Fach, der Armin auch. Wir können mit Mitteln der Digitalisierung, insbesondere der Nachrüstung mit den Ocean, im Grunde genommen drei verschiedene Angriffspunkte
in dem Ansatz bedienen. Der erste besteht ganz banal darin, etwas zu tun, was eigentlich die letzten Jahre spätestens seit der Ankunft von Covid schon gang und gäbe ist, dass man nämlich seine Flächen hybrid nutzt, seine Büroflächen. Das heißt, damit natürlich auch implizit die Nutzung dieser Fläche reduziert, was darin mündet, dass eben Unternehmen teilweise auch Flächen abmieten, weil sie sie gar nicht mehr brauchen und die existierende, noch zur Verfügung stehende Fläche intelligent bespielen möchten, eben so, dass die Mitarbeiterinnen, die ins Büro kommen, auch dort das finden, was sie wollen, kollaborativ, kreativ arbeiten können. Also aus dem Bereich, Hybrid Works, das Stichwort kennt man das Ganze bereits und selbst bei großen Unternehmen ist es heute eine Selbstverständlichkeit mit vielen Facetten, man erlaubt es, man unterstützt, man duldet es und da gibt es auch noch Elon Musk. Und diesen Ansatz, den nehmen wir jetzt mit einem ganz anderen Ziel ins Visier, nämlich mit dem Ziel, nicht die Fläche abzumieten und mit einer kleineren Fläche die Mitarbeitenden zu unterstützen, sondern möglicherweise nur kurzfristig Flächen lahmzulegen, energetisch. Ja, das ist einfach die Gesamtfläche zu reduzieren, sie gar nicht notwendigerweise abzumieten, aber die Fläche energetisch eben deutlich reduziert oder ganz abgeschaltet zu bespielen. Das ist der erste Teil. Also Flächenreduktion, temporäre, kurze Flächenreduktion zu Reduktion des Energiegesamtbedarfs. Das ist eine, glaube ich, sehr einfache Bierdeckelrechnung. Dazu braucht man dann natürlich Mechanismen, wenn man das noch nicht hat, im Kontext von Hybrid Work, Mitarbeitenden zu zeigen, wo sie arbeiten können, Besprechungsräume, Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Und damit man das so richtig optimiert, man hat ja bei so einem Buchungsansatz immer das Problem, die Leute buchen was, aber kommen vielleicht auch gar nicht. Das ist gerade bei Besprechungsräumen ganz furchtbar. Da herrscht ja in der Regel immer Knappheit. Und da möchte man sich eigentlich vergewissern, ist da jemand wirklich erschienen? Da hilft auch wieder Sensorik. Und man möchte auch verstehen, wie wird die Fläche eigentlich genutzt? Kann ich das anders machen? Das sind als bekannte Fragen, haben wir hier in den Webinaren auch schon erörtert, kommen aus dem Hybrid-Work-Bereich, sind aber hier in einem ganz anderen Bereich sehr effizient nutzbar. Der zweite Baustein ist, ich kann mit in der Verbindung aus IoT-Sensorik und Aktorik und dem Wissen über Anwesenheiten und dem Wissen, auch Buchungen etwas tun, was über, sagen wir mal, klassische Regelungstechnik hinausgeht. Ja, das, was klassisch in der MSR, in der Gebäudeleittechnik bereits läuft an Regelungstechnik, um Energieverbrauch zu optimieren, da kann ich oben noch etwas draufsetzen. Und das eben, indem ich Nachrüstthermostate oder die Möglichkeit zum Setzen von Solltemperaturen direkt in der GLT, in der Gebäudeleittechnik verwende und hier eine Regelung aus Buchungs- und Anwesenheitsdaten aufschalte. Das gucken wir uns gleich mal an. Und wenn ich all diese Dinge tue, also ich reduziere meine Fläche, nutze die leicht anders und wenn ich so eine intelligente Regelung einbaue, dann möchte ich natürlich mir angucken, was ist das Resultat? Was ist das Resultat in Richtung auf Energieeinsparung einerseits, aber auch, was ist das Resultat in Bezug auf Nutzung der Fläche? Das ist so die klassische Hybrid Work, Desk Space Utilization Frage. Und schließlich natürlich, wie gut geht es denn dann den Mitarbeitenden? Welche Raumtemperatur sehen die im Schnitt und so weiter und so fort? Ja, und der Trick ist jetzt, all das können wir mit einem Ansatz machen, teilweise mit überlappenden Investitionen, was die Sensorik anbelangt, mit derselben Konfiguration, was BIM-Daten anbelangt, was Gerätekonnektivität, Aktorik, Sensorik anbelangt und dergleichen mehr. Und haben im Grunde genommen, wie man so schön sagt, drei verschiedene Use Cases, die wir alle kombinieren mit einem also sehr klaren Ziel, was dabei rauskommen kann. Und, das werden wir hinterher noch sehen, der Möglichkeit, das, was man sich da relativ schnell und skalierbar aufbauen kann, hinterher für ganz andere Zwecke zu nutzen. Also gehen wir es mal durch. Zur Nutzung der Fläche. Man muss buchen. Man bucht in der Regel in der Flächenreduktion Arbeitsplätze und Besprechungs- und Konferenzräume meistens ist, weil das dann sowieso das große Buchen wird, ist auch noch sinnvoll, das Parken dazu zu packen, ist im Hybrid-Work-Umfeld sowieso eine sinnvolle Geschichte. Ich kann mehr Mitarbeitenden Parkplätze zur Verfügung stellen als bisher. Das packt man alles zusammen, packt man in eine App. Lieben tut das niemand aus Mitarbeiterseite, vielleicht was die Parkplätze anbelangt schon, aber niemand möchte gegängelt werden. Aber es ist auch keine Katastrophe und man kann
mit Hilfe von intelligenten Buchungsregeln wirklich die Fläche gut bespielen. Da hat man diese Buchungen. Buchungen werden, das hatte ich erwähnt, häufig auch erstellt, ohne dass die Betreffenden tatsächlich auftauchen. Das kann man kontrollieren, einerseits mit Sensorik, Anwesenheitssensorik in Räumen. Gerade in Räumen ist das vielleicht der bessere Ansatz, aber auch bei Arbeitsplätzen. Anwesenheitssensorik über Vibrationssensoren an Arbeitsplätzen kann in Ocean auch. Somit also ein anonymes Check-in für die Buchung des Arbeitsplatzes oder des Besprechungsraums. Und natürlich können wir das auch aktiv machen mit NFC-Tags oder QR-Codes, die auf den Arbeitsplatz geklebt werden. Bei der Sensorik hat man den Vorteil, dass man neben diesem Check-in gleichermaßen auch echte Nutzungs- und Belegungsdaten bekommt, also ein echtes Profil der Fläche. Wir haben auch Kunden, die jetzt beispielsweise für Arbeitsplätze nur über die Belegung arbeiten und die Mitarbeitenden dann frei ihre Arbeitsplätze suchen lassen, während sie für die Besprechungsräume, die dann natürlich ein noch viel höheres Gut sind, das Ganze mit Buchungen bespielen. Das Ganze muss man natürlich auch mit Groupware verbinden, mit Outlook, mit Google Calendar und dann direkt vom Desktop buchbar machen. Geht alles. So, was wir damit erreichen, ist, wir kontrollieren die Nutzung der Fläche und können damit natürlich auch ganz einfach sagen, die und die Bereiche der Gebäude werden nicht genutzt, auch wenn sie weiterhin gemietet sind und auf einem Mindestmaß betrieben werden. Das ist Baustein 1. Baustein 2, die erwähnte intelligente Regelung, Regelungstechnik 2.0, wo wir oberhalb der eigentlichen Regelung, zum Beispiel über Regelkreise, die gegen Solltemperatur dann Inlet-Temperaturen, also Vorlauftemperaturen von Heizung oder so regulieren und Volumina in Volumenstromreglern und dergleichen mehr. Über die Ebene hinaus können wir natürlich hingehen und sagen, wir justieren die Solltemperatur. Und das können wir jetzt mindestens mit drei verschiedenen Mechanismen machen. Einerseits über die anonyme Anwesenheit. Und zwar insbesondere nicht die Anwesenheit, sondern die Abwesenheit. Anwesenheit ist immer ein bisschen schwierig, weil mit einem Verstellen der Solltemperatur, sagen wir, machen sowas wie die oder der erste erscheinen im Gebäude und dann stellen wir die Solltemperatur in bestimmten Bereichen hoch. Das läuft zu lange, das regelt sich zu langsam. Ja, was wir aber gut können, ist zu sagen, naja, wir haben irgendwie ab 18 Uhr, wenn in bestimmten Bereichen, Räumen oder Flächen die Fläche nicht mehr belegt scheint, können wir schon annehmen, dass die nicht mehr bespielt wird und gehen dann da eben mit der Vorlauftemperatur runter. Die Buchung kann ebenfalls beitragen. Also wir können sagen, ich habe um 7.30 Uhr die erste Buchung in dem Bereich des Gebäudes, dem Quadranten, der Großraumfläche etc. Dann gehe ich aber auch erst um 7.05 Uhr oder was auch immer die angenommene Vorlaufzeit ist, hin und heize die Fläche auf, sagen wir 19 Grad, obwohl sie vorher 16 war, jetzt mal extrem gesprochen. Ja? Und das Ganze kann ich sehr einfach, wenn ich einmal die Konnektivität, die technische Konnektivität auf die Sensorik habe, was wir jetzt mit Enocean weltweit gezeigt haben, dass sowas ganz einfach auch in einem Massenrollout geht. Und wenn ich die Buchung habe, wenn ich gleichermaßen die Aktorik habe, um die Solltemperaturen zu setzen, kann ich das Ganze sehr, sehr einfach aufsetzen, auch in etwas komplexeren Szenarien, wo ich bestimmte Gebäudeteile anders behandle und dergleichen mehr. So, das sind jetzt die aktiven Teile. Und jetzt wollen wir das Ganze uns angucken, monitoren, unsere Verbräuche ansehen. Da brauchen wir als wichtigen weiteren Baustein natürlich alles und jedes, was Energieverbräuche zählt, also Strom, Elektrizität auf der einen Seite und dann mindestens mal Wärmemengen auf der anderen Seite. Da müssen wir schon ein bisschen an die Zählerinfrastruktur ran, Hauptzähler, aber natürlich, wenn es um spezifische Flächen geht, auch Unterzähler, die vielleicht auf einer Flächengranularität, wie wir sie wollen, gar nicht existieren, dass man etwas feingranularer vermessen will. Da kommt dann wieder ein Ocean ins Spiel, das können die auch. Und das Ganze baut man sich in der Zählerstruktur für Wärme, Kälte, natürlich auch gleichermaßen, Entschuldigung, Wärme, Kälte und Elektrizität, aber natürlich auch gleichermaßen für Wasser, wenn man schon mal dabei ist, baut man sich sowas auf. Dann braucht man, wenn das eben Anwendungsfall auf einer Mietfläche ist, in der man über mehrere Mieter monitoren will, braucht man natürlich irgendein Wissen darüber, wer hat gemietet. Das ist so ein magisches Dreieck, die Zähler,
Verwaltung, die Mieterverwaltung und dann schließlich die Dashboards dazu und das Reporting dazu. Dann muss ich wissen, welche Mietfläche wurde mit welchem Mietverhältnis angemietet. Ja, und dann hat man ohne viel weiteres zu tun, eigentlich über den gesamten Bestand. Man sieht es hier ein bisschen im oberen Bereich des Screenshots. Man kann also auf die verschiedenen Niederlassungen gehen, Lokationen gehen, auf die Gebäude, auf die Stockwerke und so weiter und so fort und sich hier Transparenz darüber verschaffen, was die Gesamtenergieaufnahme ist, wie viel vom Strom kommt, wie viel von wie viel was an Wärmemenge aufgenommen wurde, die CO2-Äquivalente bestimmen und zwar marktbasiert und lokationsbasiert. Marktbasiert wäre, ein Mieter hat einen Vertrag mit Ökostrom, 0 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde und so weiter und so fort. Also all das, was man klassisch im Energiemanagement an KPIs braucht. Das Ganze natürlich auch etwas weiter runtergebrochen in Gesamtübersichten, aber schließlich dann auch auf die Einzelverbräuche, runter auf die Flächen, runter auf die Mieter, runter auf die Stockwerke und runter auf die Einzelzähler. Oder aber getaggte Informationen wie, das ist der Verbrauch in der Produktion, bestimmte spezifische Geräte, da sind wir wieder beim Unterzähler und dergleichen mehr. Kann man sich dann bis zum Einzelzähler, bis zum Einzelraum, wenn es eben entsprechend zählerseitig aufliegt und so weiter, angucken und die Entwicklungen ansehen. Dagegen, und das sind eigentlich technisch genau die gleichen Mechanismen, so wie man die Zähler auflegt, legt man eben alles und jedes, was Innenraumklima misst, auf. Das sind zum einen natürlich klassisch Dinge der tatsächlichen Raumtemperatur, jetzt gegenüber der Solltemperatur, die in der Regel über die Leittechnik aufliegen. Wenn nicht, weiß EnOcean auch, wie sowas geht, das auf Einzelraumebene zu vermessen oder sowieso im Thermostat, wenn das nachgerüstet wird. Und natürlich, wenn man sowieso bei solchen Dingen ist, ist man auch relativ schnell bei Fragen wie Innenraum, Klima, Gesamt, dass man solche Sachen wie CO2 oder Volatile Organic Components gleich mitvermisst und damit eigentlich einen Gesamtüberblick gewinnt, was Mitarbeitende als Innenraumklima sehen. Das kann man sich dann etwas runtergebrochen angucken. Man kann sich das wirklich auch über eine geografische Verteilung angucken. Und schließlich, Entschuldigung, kann man auch solche Dinge tun, sich anzusehen, wie in einer Kombination aus Mieterstrom und Allgemeinstrom oder Mieterwärme und Allgemeinwärme das Ganze in der Liga steht, ja, wie das Ranking aussieht, wenn man so will. Insbesondere kann man das einerseits tun für die Verbräuche und andererseits für den CO2-Eintrag, wo man eben auch wieder berücksichtigen kann, dass durch den entsprechenden Stromanbieter hier andere CO2-Belastung entsteht, als normalerweise an der Lokation angenommen wird. Was man neben all diesen Dingen, die wir jetzt schon gesehen haben, also wem es nicht reicht, ja, hier eigentlich getan hat, ist eine Gesamtinfrastruktur für Digitalisierung im Umfeld der Mitarbeiter, also der Workplace Experience einerseits oder jetzt aus der Sicht des, Entschuldigung, Vermieters, des Asset Managers, des Immobilienentwicklers gesehen, die Tenant Experience, die Mieter Experience, einerseits was Energietransparenz anbelangt, aber all die Dinge, die dann gehen, wenn man mal so eine Plattform hat, ich habe hier ein paar gelistet, will ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber die Funktionalität geht hier deutlich weiter als das, was wir für diesen ja sehr einfach von der vom Return on Investment zu rechnenden hier vorgestellten Fall bekommen. Ganz kurz, wie man es technisch aufsetzt, damit auch ein bisschen klar wird. Ich hatte ja versprochen, das ist überschaubar, was die Kosten anbelangt. Das ist global und skalierbar ausrollbar. Warum ist das so? Wie geht das? Muss man sich kurz nochmal angucken, wie, das hatte ich ja versprochen, wie so eine Digitalisierungsplattform, eine Smart Building Operations Plattform, wie wir sagen, wie sich das anfühlt. Wir haben hier die Konnektivität auf die Technik. Und es ist wirklich sehr breitbandig. Das geht von der Gebäudetechnik, Gebäudeleittechnik weiter in Richtung Nachrüstungssensorik, Lichttechnik,
LEDs, Parken, E-Mobility, also E-Charging Points, Access Control bis hin zur Audio-Video-Technik und so weiter. Alles geht in die Plattform, einerseits in den großen Datensee, aber eben andererseits in das eben auch schon im Kontext dieser Regelungstechnik 2.0 vorgestellte, in diese vorgestellte Automatisierung, was wir Stream Processing nennen. Und dann das ganze Umfeld, Nutzer, wer darf buchen und so weiter und so fort. Dazu braucht man eine Menge Software, die ist alle da und das geht dann auf die Endgeräte. So sieht es aus. Und wir sollten uns jetzt mal den wichtigen Fall der Nachrüstung mit den Ocean angucken, wie das technisch geht. Also wir gucken jetzt einmal nochmal runter auf, wie werden Geräte integriert. Das macht man natürlich dann jeweils möglichst mit den Standards, die diese Geräte exponieren. Also sprich bei einer Gebäudeleittechnik spricht man mit sowas wie Bucknet oder KNX. Und eben bei den Ocean IoT-Sensorik, da gibt es dann eben den Ansatz, N-Ocean hat ja dann ein sehr ordentliches und formales Modell. Also Geräte werden schlicht durch Profile modelliert und dann gibt es auch Standardprotokolle, Telegramme, mit denen man mit diesen Geräten redet. Und da ist es immer so, Armin wird da gleich noch zwei, drei Worte zu sagen, das letzte Stück ist immer Funkstrecke, eben der entsprechende Standard aus dem N-Ocean-Chipsatz mit der wunderbaren Eigenschaft des Energy Harvesting. Das heißt also, in der Regel kann das Ganze batteriefrei und kabelfrei verbaut werden. Ich glaube, da fängt es an, Spaß zu machen, sich mit N-Ocean auseinanderzusetzen und natürlich der Breite der Aktorik und Sensorik, die da angeboten werden. Und dann kriegt man das relativ schnell auf normale IP-Daten, die dann wiederum in die Cloud marschieren. Mit eben Gateways, mit Antennen, die in Richtung der N-Ocean-Geräte Funk sprechen und in Richtung der anderen Seite IP sprechen. Eine sehr elegante Art und Weise, so etwas aufzusetzen, ist existierende Netzwerk- und Access-Point-Infrastrukturen zu verwenden, insbesondere mit Aruba und Cisco geht das hervorragend, indem nämlich nichts anderes passiert, als an existierende Endpoints und die dazu bereits erfolgte Verkabelung schlicht und ergreifend, also wir sagen immer Dongle, Armin, ich weiß nicht, ob das nicht despektierlich ist, aber ein Antennendongle von den Ocean reinzustecken und damit diese Protokollkonvertierung und die Konvertierung von IP auf Funk zu erreichen. Und die nächste Stufe ist dann tatsächlich schon die Sensorik und Aktorik, die dann damit verbunden ist. Aber Armin, vielleicht möchtest du ein paar Worte zu dem großen Gerätezoo sagen, den ihr da anbietet und eure Mitglieder. Ja, danke. Wir sagen dazu immer USB-Stick oder USB-Antennen-Stick. Sehr einfach, lässt sich in die vorhandenen Wi-Fi Access Points einstecken und damit spart man sich halt eben auch noch die Gateways. Das macht es dann ganz, ganz komfortabel. Aber ansonsten setzt man halt Gateways, LTE oder LAN. Gateways. Ja, die N-Ocean-Funksensoren versorgen sich vorrangig mit Umweltenergie, Solarzellen, Thermo- oder Druckwandler und sind damit essentiell für richtig nachhaltige IoT-Systeme, weil kabellos spart mal viel Geld und bietet Flexibilität. Wenn man sich das vor Augen hält, typisch 100 Euro kostet die Verdrahtung eines einzelnen Gebäudesensors. Das heißt, der verdoppelt oder verdreifache ich mal ganz schnell die Kosten von dem Sensor. Batterielos, was das weitere Entscheidende von N-Ocean-Technologie ist, das spart viel Geld und Zeit. Typisch, das wird meistens oder sehr oft vergessen, typisch 250 Euro kostet der Austausch einer einzelnen Batterie durch einen Dienstleister. Man kann das ja im professionellen Bereich nicht mal alles selber machen. Und 25 Euro pro Sensor jährlich, wenn man Tausende an Sensoren gleichzeitig durch einen Dienstleister warten lässt, kann man sich ganz einfach ausrechnen. 10 Minuten pro Sensor. Man muss dahin marschieren, man muss die Batterie wechseln, man muss den testen, den Sensor und dann auch noch dokumentieren, was man gemacht hat. Das sind 10 Minuten schon pro Sensor schnell vorbei. Und das ist dann wirklich Folgekosten und auch Zeit, die einfach in nachhaltigen Systemen nicht angemessen sind. Und ja, auch wollen wir Umweltfreundlichkeit, Unmengen an Kupfer und umweltschädlichen Substanzen in Batterien. Wollen wir halt eben auch nicht haben.
Danke. Ja, danke Armin. Und was man hier auch nochmal sieht, aber ich denke, ich hatte das ja auch schon hinreichend vorgestellt, für diese kombinierten Use Cases, die wir haben, einerseits die Buchung, die Anwesenheitsmessung, um Auslastung für die Buchung zu beurteilen und die Flächen entsprechend zu bespielen, das Check-in zu machen, also die Bestätigung, dass eine Buchung tatsächlich wahrgenommen wird. Das ist ein Ding. Das nächste Ding ist die Sensorik und Aktorik, um Einfluss zu nehmen auf die Raumtemperatur. Dann schließe ich das Ausbringen von Unterzählern, wenn man Flächen besser vermessen will. Und schließlich Temperaturen, gegebenenfalls sogar Innenraumklima insgesamt Messung. Das geht alles mit den Ocean und alles gegen dieselbe Infrastruktur, die man einmal aufgebaut hat. Das heißt, man hat im Grunde genommen jetzt hier den Einschub geschaffen, wie man früher Computer zusammengebaut hat mit Steckkarten. Hat man also seinen Bus hat man fertig und da steckt man jetzt Sensorik rein für alles und jedes, was man braucht. Und die Digitalisierungsplattform erweckt es dann zum Leben. Wenn man sowas ausrollt, ich hatte ja gesagt, wir brauchen die Hardware-Lieferanten, das ist die Enocean-Welt, wir brauchen die Software, das ist unsere Cloud-Plattform und wir brauchen Systemintegratoren, die so etwas gegebenenfalls eben auch weltweit ausrollen können. Also wir haben mehrere Projekte mit Enocean, wo wirklich über alle Kontinente solche Sensorik und Aktorik ausgerollt werden. Was da passiert, also erstmal ganz banal, braucht man BIM. Jetzt BIM ist ein großes Wort und viel weiter gefasst als das, was wir brauchen. Aber tatsächlich brauchen wir eine kleine Untermenge von BIM. Wir brauchen die Gebäude, Liegenschafts-, Stockwerkstruktur. Wir brauchen auch ein bisschen Geometrie. Wir müssen ja wissen, wo ein Sensor ist. Wir müssen anzeigen können, wo ein Meetingraum, der gebucht wird, ist oder ein Arbeitsplatz. Wir müssen navigieren können und so weiter. Das heißt, auf die Ebene müssen wir schon runter. Also die flache Raumgeometrie, das ist das, was wir an BIM brauchen. Das lässt sich relativ leicht, entweder aus Architektur, Dateien, DWG-Files oder sowas, aber wirklich auch einfach aus alten Floorplans mit ein bisschen KI, das unterstützen wir, extrahieren. Dann legt man alles und jedes zum Buchen fest, welche Mitarbeiter in welchen Rollen sollen und dürfen wie buchen, Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Parkflächen und dergleichen mehr. Wie wollen wir Anwesenheit in Besprechungsräumen, an Arbeitsplätzen und so weiter vermessen, zum Check-in und zur Auslastungsanalyse, wie wollen wir an Strom- und Wärmeverbrauchsdaten ran, um wirklich zu sehen, was haben wir denn jetzt erreicht, was die Verbrauchsdaten anbelangt und die Effektivtemperaturen dahinter natürlich, also den Teil auch, entweder existierende Welt, Gebäudeleittechnik oder auch wieder in Ocean. Und dann geht eben der Umsetzungspartner, der Integrator, den wir Ihnen auch gerne vorstellen, hin und verbaut das alles und betreibt es hinter auch. Und dann kann es auch schon losgehen. Kunde validiert die Umsetzung, Nutzerinnen können buchen, Dashboards können verwendet werden. Und wir haben den Case, den wir zu Anfang geschildert haben. Armin, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Also ich würde mich sehr wundern, wenn es irgendwo welche Projekte gäbe, wo man nicht das, was wir hier besprochen haben, im Zeitraum von einigen Wochen, das hängt ein bisschen an der Größe des Gesamtprojekts, ist es was Internationales, was Nationales oder sowas, aber wenn wir jetzt mal eine Fläche nehmen oder sowas, das ist wirklich kein Hexenwerk, sowas dort auszurollen. Korrekt. Und nochmal, Sie brauchen die Integrationspartner. Wir haben eine Menge solcher Integrationspartner, die das auch schon seit Jahren machen, solche Systeme ausrollen und betreiben. Und damit haben Sie eine ganz andere Situation, als wenn Sie ein One-Off-Projekt aufsetzen, in dem Sie sich solche Dienstleister alle erstmal suchen müssen. Also Sie können auf unsere Referenzen schauen, wo sowas bis hin zu internationalen Großprojekten schon passiert ist. Das sind teilweise auch renommierte Unternehmen wie Bosch oder NTT. Also mit renommiert meine ich vor allem auch große renommierte Unternehmen, aber auch sehr, sehr effektiv arbeitende kleinere Unternehmen mit jahrelangen Erfahrungen in dem Bereich wie eShelter Security oder GMS. Gibt es Fragen? Ja, die erste Frage habe ich schon. Was machen wir denn, wenn nicht alle unsere Mitarbeiter ein Firmenhandy haben? Das ist eine gute Frage. Ich muss ja irgendwo buchen. Ich kann das Ganze auch in einer einfachen Web-Anwendung auf dem Desktop tun. Ich kann es auch in Outlook selbst tun.
mit einem Outlook Add-in, was das Ganze ein bisschen einfacher macht, wenn es auf Desks und so weiter geht, weil üblicherweise werden Einzelarbeitsplätze jedenfalls zur Zeit, Microsoft hat ja auch Ambitionen, noch nicht in den Systemen verwaltet. Und dann sehen wir auch sehr häufig, dass neben dem Einchecken über Handy und Sensor teilweise auch Karten verwendet werden, NFC-Karten, entsprechende Laser dazu. Das kann man alles in Kombination tun und damit eine Gesamtlösung schaffen, die eben Mitarbeitenden mit einer Präferenz auf Mobiltelefone, manche Mitarbeiter wollen auch nicht auf ihrem Privathandy, es geht gar nicht um die Frage, bring your own device, erlaubt oder nicht erlaubt, es geht häufig, da gibt, haben ja die Unternehmen alle entsprechende Containermöglichkeiten, betreiben eben Mobile Device Management, Mobile Application Management, das sind alles auch Technologien, die wir unterstützen. Manchmal wollen die Mitarbeiterinnen das einfach nicht tun und da gibt es eben diese anderen Möglichkeiten. Ja, und dann kommt ja auch die Tischsensorik dann zum Zuge, die dann wenigstens ein echtes Abbild der tatsächlichen Situation abgibt, auch wenn die Leute sich jetzt nicht einfach abbuchen. Sehr oft ist auch, dass nach einer gewissen Zeit dann die Mentalität etwas zurücknimmt und dann wollen die Leute einfach nicht mehr buchen, sind zu faul oder sowas. Aber das System funktioniert für diejenigen, die es noch nutzen, optimal, weil ich halt eben tatsächlich diese Sensoriken dann an den Tischen habe, die dann auch den tatsächlichen Ist-Zustand widerspiegeln. Noch eine Frage, was machen wir denn, wenn wir zusätzliche Quellen für Zählerdaten haben, die Sie nicht unterstützen? Ja, also grundsätzlich ist es so, diese Situation hat man und wird man immer haben. Es gibt dann die Möglichkeit, dass tatsächlich wir mit unseren Partnern entsprechende, sagen wir mal, Gerätetreiber dafür entwickeln. Das ist auch kein Hexenwerk. Es gibt aber umgekehrt die Möglichkeit, wenn die Hersteller in dem Umfeld irgendwas tun oder wenn sie selbst Softwareunternehmen haben, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, das macht sogar die interne IT, dann können sie die Sensordaten, also insbesondere die Sensordaten, das ist noch viel einfacher, auch selbst über entsprechende Schnittstellen einspielen in das System. Das ist sehr einfach und schnell aufgesetzt und ist letztendlich eine Entkopplung, wie man sie in einer sogenannten Messaging-Oriented Middleware im Bankenbereich schon seit 30 Jahren aufbaut. Okay, noch eine, die geht wahrscheinlich wohl an mich. Wie arbeiten denn die End-Ocean-Zähler? Das hängt davon ab, was für einen sie verwenden. Ein Stromzwischenstecker sendet die Scheinleistung bei einer Änderung von 5% sofort oder sonst alle 10 Minuten. Gibt es auch eine Stromklemme, die sie einfach um einen Leiter umklemmen, ein oder drei Phasen, der liefert dann Stromwert. Und ansonsten gibt es auch noch Zähler für S0-Ausgänge, Strom, Gas, Wasser und da werden die Kontaktimpulse gesendet und jeder Impuls entspricht abhängig von dem Zähler dann einem definierten Verbrauchswert. Okay, dann sind wir jetzt auch schon mit der Zeit durch. Dann würde ich jetzt mal erstmal sagen, herzlichen Dank an dich, Marc, und natürlich auch an Ihnen, Zuhörern, für eure heutige Teilnahme. Wir senden im Abschluss noch einen Link zur Aufzeichnung und auch eine Einladung zum nächsten Webinar. Der Titel wird sein Sensorbasiertes Flächenmanagement am 30. November von 16 Uhr. Freue ich mich auch schon unheimlich drauf und würde mich freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen. Bei sonstigen Fragen oder auch Anregungen bitte einfach bei Marc oder mir melden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Schönen Tag.